Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, lasst uns mal schauen, was hier so Lancy ist mit dir und mit deinem Schatzi. Vielleicht schaffe ich es, heute vielleicht auch einfach mal auf ein ganz anderes Szenario einzugehen. Das ist zumindest das Ziel, was ich habe. Aber ich möchte gleich sagen, ich kann es nicht versprechen, was die Energien ja eben hier zu sagen haben. Und ich denke, da sollte ich auch dabei bleiben, ne? Aber trotzdem habe ich mir so überlegt, dass ich gerade gar nicht so richtig weiß, was ich für eine Legung machen könnte, dass ich es ja doch dem Universum freigeben möchte, dass ich die Intention habe, dass vielleicht, ja, dass ich vielleicht jetzt einfach noch mal über einen König, über eine Königin sprechen sollte, aber eben nicht versprechen kann, was da jetzt bei rauskommt oder ob das eben das gleiche Szenario sein soll wie gestern. Lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, okay? Mit was beginnen wir? Nehmen wir mal an, es wäre ein ganz anderes Szenario heute, über was ich reden darf. Vielleicht sind damit auch andere Menschen angesprochen oder vielleicht kommt da jetzt noch irgendetwas, was wichtig ist, dir zu sagen. Ich weiß es nicht, aber ich habe so die Idee, komm, lass uns jetzt noch mal auf Schätzelein schauen, aber natürlich auch gleichzeitig auf dich. Ne? Ich habe ja mit euch gewotet, was euch wichtiger ist und viele wollen halt über Schätzelein alles wissen. Aber ich denke, dass du wirklich auch wichtig bist und dich dabei auch nicht vergessen solltest. Deswegen beziehe ich dich auch noch hier mit ein. Okay? Das finde ich einfach auch als vernünftigeren Weg. Ne? Lululup, bevor ich anfange, welches Portal darf sich hier denn öffnen für Schatzi? Ne? Ist es vielleicht das gleiche Portal, weil die Energien immer noch ähnlich sind oder hat sich hier irgendwas gewandelt oder soll ich hier jetzt wirklich über etwas anderes sprechen? Egal, wir legen losi. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Wir haben, wow, den Heiligen Gral. Guck mal, das sieht aus wie das Ass der Kelche. Ist das nicht schön? Innere Entdeckungsreise, heiliges Finden, du bist, was du suchst. Ist ja sehr tiefgründig, ne? Aber ich finde es jetzt noch krasser mit diesem Kelch, den Überfluss der Liebe. Eine Chance auf eine neue Begegnung, eine Chance auf eine neue Liebe vielleicht auch. Jemand könnte verliebt sein. Aber es ist auch etwas, wo jemand dazu eingeladen wird, in sich wirklich zu gehen und eine Entdeckung zu machen, eine Wahrheit in sich selbst zu finden. Ja, das kann einmal dich betreffen. Wir haben aber auch ein heiliges Finden. Also sprich, hier kommt jemand irgendwo in seine Quelle oder zu wirklich zu dieser Ich bin Präsenz, ne, so wie ich es in der Wochenlegung eben schon gesagt habe. Das kann natürlich auch dein König, deine Königin hier auch betreffen, ne? Es sind allgemeine Legungen, ja. Aber du bist, was du suchst. Ich bin Bewusstsein, ne? Die Liebe, also das Ass der Kelche, steht natürlich tatsächlich auch für Selbstfindung. Auch hier ist es so, dass hier ein Typ oder eine Kirsche sein wird, der oder die findet sich wirklich gerade selbst, seine eigene innere Wahrheit. Das ist jemand, der oder die klar in sich selbst ist, sich auch sehr gut reflektieren kann. Und es ist nicht auszuschließen, dass es jemand ist, mit dem du vielleicht keinen Kontakt hast, wo du aber für dich in Erwägung ziehst, wenn er oder sie sich hier noch melden würde, dann würde ich ihm oder ihr noch eine Chance geben. Ja, das Ass der Kelche, weil ich es so reinbekomme, ist ja eine Chance, die man gerne haben möchte oder eine Chance eben auf Veränderung auch, ja. So nehme ich das wahr. Also sprich,
hier geht jemand gerade in eine innere Entdeckungsreise. Das heilige Finden. Heiliges Finden. Also es ist hier etwas, es liegt hier ein Schatz drin. Du bist, was du suchst. Ich krieg hier so rein, du bist, was du isst. Das würde zu mir passen, ne? Smoothie. Nein, so bin ich noch nicht drauf, dass ich an der Erbse rieche, um satt zu werden. Nein. Aber du bist, was du suchst. Meine Fresse, es ist echt tiefgründig, ne? Wenn ich jetzt mal tiefer da reintauche, ne, dann ist hier jemand auf der Suche nach etwas. Aber es ist ja doch, nach dem, wonach er oder sie sucht, ist es nicht zwingend so, dass man es findet, aber es sagt ja viel über diesen Charakter selbst aus. Ne? Sprich, es könnte sein, dass hier jemand auf der Suche nach Liebe ist, auf der Suche nach Aufmerksamkeit, auf der Suche, ihre leeren Eimer gefüllt zu bekommen. Ja? Hier, die Fülle der Liebe. Was sagt das über diese Person aus, beziehungsweise über diesen König, über diese Königin? Ja, man sagt im spirituellen Bereich immer so schön, gib dir die Liebe selbst, ne? Gib dir selbst die Aufmerksamkeit. Aber es ist immer einfacher gesagt als getan. Ne? Vielleicht sucht hier jemand wirklich Liebe und kommt hier auf dich zu. Vielleicht repräsentierst du für diesen Menschen, dass er oder sie wirklich vielleicht auch so sagen könnte, wenn ich Liebe in einem Wort beschreiben könnte, dann wäre es dein Name. Ich sag's jetzt mal so ganz romantisch. Ja. Du bist pure Liebe für ihn, für sie vielleicht auch. Oder du könntest demnächst das eben repräsentieren, dass du ein Mensch bist, der sehr liebenswert ist, der es verdient hat, geliebt zu werden, der eine Chance verdient hat, sich zu öffnen. Und dass man vielleicht auch das, was du zu geben hast, das, was du repräsentierst, dass man genau das in sich selbst sogar sucht. Du bist, was du suchst. Es ist eine Message von, ich habe noch nicht mal gewusst, dass ich es gesucht habe, aber seitdem ich dich kennengelernt habe, ist es das, was ich wirklich brauche. Jetzt sage ich wieder brauchen, ne? Wer liebt, braucht nicht und bla bla bla. Nee, es ist eben, jemand hat nicht gewusst, was man für sich selbst vielleicht auch braucht, was einem selbst gut tun würde, bis das Leben eben um die Ecke kommt. Und das könntest du sein oder du bist hier schon um die Ecke gekommen. Es ist eine Sache, die ist nicht geplant. Und man sieht in dir pure Liebe. Und erkennt vielleicht auch in sich selbst, dass man pure Liebe ist. Oder dass man genauso, dass man genau das möchte. Vielleicht auch so zu sein wie du. Vielleicht auch den Zugang in sich selbst wieder haben, sein Herz mehr öffnen zu können. Es ist wie ein versteckter Schatz in jemanden. Jemand hat einen Schatz in sich versteckt und jemand ist tatsächlich ein Schatz. Und es kann sein, dass du das in ihm, in ihr erkennst und in ihm oder in ihr hochholst. Es gibt ja immer einen Grund, warum man sich trifft. Ne? Du... Weißt du, wenn ich jetzt auf deinen König, auf deine Königin schaue, der oder die jetzt auf dich zukommen könnte, oder du hast bereits schon Kontakt zu ihm, zu ihr.
dann lädst du ihn oder sie quasi wirklich auf eine Entdeckungsreise ein über sich selbst. Aber eben Selbstfindung, pure Liebe kriege ich hier rein. Man sucht etwas in dir, man will etwas genauso wie du. Lasst uns mal weiterschauen. Was hat denn der gute Herr hier, wenn ich in die Akasha-Chronik schaue? Also wir haben hier den Heiligen Gral, also ja, an etwas höheres Glauben. Wow, Beziehungen. Deine Beziehung zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst. Ist es nicht krass? Das ist volles Brett, dieselbe Bestätigung hier, ja? So wie, nehmen wir mal an, du triffst hier auf jemanden, jetzt mal wirklich rein hypothetisch, der oder die ist irgendwie so ein bisschen wie, naja, scheint nicht so ein guter Mensch zu sein. Ich sag's jetzt mal so. Es heißt ja nicht, dass ihr nur auf schlechte Menschen trefft, wenn ihr hier jemanden begegnet. Aber hier könnte jemand das Gegenteil von dir sein. Ich möchte es so sagen. Ja? Und du spiegelst ihm oder ihr die pure Liebe in dir, der Menschen gegenüber. Das kriege ich hier so rein. Und du wirst eine Begegnung sein oder du bist eine Begegnung, wonach man nicht gesucht hat, weil man gar keinen Plan hatte, dass es sowas vielleicht noch überhaupt gibt. Es ist manchmal wirklich so. Aber es ist halt an der Zeit, dazu zu lernen, ne? Sage ich mal so. Und du spiegelst ihm oder ihr, oder du wirst ihm oder ihr spiegeln, dass du pure Liebe wirst. Ich krieg das immer wieder so rein. Und vielleicht sogar auch, dass man ein besserer Mensch werden möchte. Dass man, weißt du, selbst wenn du jetzt auf jemanden triffst, wo du weißt, boah, toll, ne, der ist echt gut oder sie ist gut zu mir und freundlich und tralala, gibt es gewisse Schatten. Und die haben wir ja alle. Wir haben ja alle irgendwo auch unsere Stärken und Schwächen. Jetzt habe ich's. Aber es ist schön. Du spiegelst hier durch die Liebe, die du in dir trägst. Ne? Wir hatten das gestern ja in der Legung schon gehabt, wo ich ja doch diesmal wirklich darüber sprechen darf, dass ihr sicher gebunden seid, also einen sicheren Bindungsstil habt. Nicht alle, aber es kommt jetzt mehr dahin, dass jetzt viele, die hier zuschauen, nicht mehr zwingend die Verlustängstler sind. Ne? Sondern dass ihr irgendwo ja doch an euch gearbeitet habt. Wir gehen alle irgendwo auch mehr näher ins Licht. Andere werden wirklich dazu geführt, wirklich ins Licht zu gehen, an sich zu arbeiten. Aber ich denke, ich spreche jetzt wirklich viele an, dass ihr so weit schon jetzt gekommen seid, dass man sogar sagen kann, dass du einen sicheren Bindungsstil tatsächlich haben könntest. Ne? Dass du auf einer gewissen Art und Weise geheilt bist. Und du es dich jetzt mehr wieder der Liebe öffnen kannst oder mehr den Menschen generell öffnen möchtest, wieder mehr vertrauen möchtest. Und hier ist jemand, der das hier bald wirklich in dir sehen könnte oder aktuell schon in dir sieht, weil er oder sie vielleicht nicht so ist. Aber du lädst hier jemanden ein, eine innere Entdeckungsreise zu machen. Ihn oder sie, dass hier jemand, da gibt es gewisse Entdeckungen, aber auch einen Schatz, den hier jemand hat, der hier in deiner Nähe ist. Hier ist etwas ganz Wertvolles in diesen Menschen. Das wirst du erkennen. Und
dieses Wertvolle ist vielleicht auch ein Teil in dir, ein Schatz in dir. Ne? Du spiegelst ihm oder ihr, warum gewisse Beziehungen auch in ihrem Leben vielleicht nicht so laufen oder gelaufen sind. Lass uns mal weiterschauen. Ne? Also wir haben hier die 10, die steht für Vollendung. Etwas soll vollendet werden. Etwas soll einen Abschluss bekommen, aber auch einen Neubeginn, den ich hier habe. Aber wenn wir jetzt hier nur die 1 anschauen, dann haben wir hier das Ego. Ego und pure Liebe. Ne? Das klatscht hier ja mal wieder zusammen. Aber jemand kommt wirklich von seinem hohen Ross runter, weil man oder jemand erkennt eben immer mehr in sich selbst, dass eben was nicht richtig läuft. Ne? Das geht in Resonanz mit gestern. Aber hier bist du gehst hier mit jemandem auf Entdeckungsreise, wie hier jemand wirklich tickt. Und erkennst, warum hier jemand, du erkennst das Positive und das Negative wirst du hier erkennen. Aber es ist auch eine Sache, dass man dich sieht, das kriege ich auch so rein, dich sieht man hier wie den Heiligen Gral. Vielleicht auch, weil du, ne, es ist auch bewiesen tatsächlich, wenn jemand eher spirituell ist, wenn jemand eher an etwas Höheres glaubt, ist man tatsächlich besser in der Lage, Beziehungen zu führen. Ja. Ja. Denkt mal drüber nach. Und hier hat jemand vielleicht keinen Glauben. Und denkt, das ist auch so okay. Was auch in Ordnung ist, ne? Es muss jetzt nicht jeder, man muss auch keinen zwingen, an etwas Höheres zu glauben, an sich zu arbeiten und muss ja keiner machen. Aber rein aus deiner Präsenz, so wie du bist, bewegst du etwas oder du wirst etwas in ihm, in ihr bewegen und jemanden tatsächlich hier auf eine Entwicklungsreise mitnehmen, um zu wachsen. Aber ich habe hier so einen Schatz. Ne? Das kriegst du rein, du bist ein Schatz. Könntest hier ein Schatz für jemanden sein, beziehungsweise werden. Ne? So, jetzt lasst uns mal weiter schauen. Du, pass mal auf, du selber, ne? Du selber. Du spiegelst hier jemanden, wie Verbindung vielleicht auch wirklich geht. Also nicht spiegeln, ja doch, kann schon sein. Aber du, ich sag's mal so, du zeigst hier jemanden, wie Verbindung wirklich funktionieren kann. Ne? Und hältst vielleicht ihm oder ihr den Spiegel vor, ohne dass das jetzt mit Absicht ist oder so, aber das könnte auch der Schatz sein, weil du jemanden vielleicht auch auf den richtigen Weg auch dabei führen könntest. Aber lasst uns mal weiterschauen. Was hat das hier jetzt mit den Engel der Liebe zu tun? Da wollten wieder 2 Karten fallen. Hm. Finanzen und Karriere. Und wir haben tatsächlich die Hochzeit. Finanzielle Probleme wirken sich jetzt auf dein Liebesleben aus und wir haben die Hochzeit. Eine Hochzeit, ein Bündnis ist ja sozusagen, früher war das ja so, da hat man nicht aus Liebe geheiratet. Ne? Da wurde eben gesagt, hier, du und du, ihr werdet jetzt heiraten. Das hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, dass ja eine Hochzeit etwas Romantisches ist. Etwas, ein Versprechen und dass Menschen heiraten, nur heiraten, die sich lieben, die sich wirklich lieben und sich einander schenken. Ja, heute
Habt ihr das gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese scheiß Eyelashes. Gestern ist mein Ohrring runtergefallen. Jetzt, ich sag's euch, ich hab's euch gestern schon gesagt, ne? Die Extensions fliegen raus, meine Eyelashes. Aber hey, ne? Man kann immer noch über sich selbst lachen. So. Und ich denke, das ist auch wichtig. Es ist nur, wisst ihr, ja, Ohrring hätte ich noch verstanden, aber nee. So, wir waren hier bei Finanzen und Karriere und Hochzeit. Ich weiß nicht, mein Engel, ob du noch verheiratet bist, vergeben bist, dich in einer Partnerschaft befindest oder er oder sie befindet sich ja noch irgendwie, vielleicht auch gerade in Entscheidung, in Trennung, wo das Finanzielle echt ein großes Thema ist. Im weitestgehenden Sinne kann es auch sein, ne, ein Bündnis, ein Versprechen mit jemandem, was man hat, wo es um viel Geld geht. Ich habe ja aber auch irgendwie das Gefühl, hier ist, wenn dann maximal im Hintergrund eine Sache, die am Laufen ist, wo es ums Geld geht, wo Versprechen sind nur in Bezug auf die Erdenliebe. Ne? Gier, immer mehr. Ich denke, ich fühle mich wirklich sicher, wenn meine Existenz eben wirklich gesichert ist. Kohle, Kohle, Kohle vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite, ich kann es dir nur so sagen, das, was man nicht hat, ist das Herz. Und du hast das Herz. Ja, also heute ganz romantisch mal wieder, ne? Ist aber auch mal schön. Einfach mal wieder Romantico. Ich will es nicht schönreden, aber es ist ein Szenario, wo ich heute so reinbekomme, das, was du hast, ist das Herz. Dieses Bündnis, diese Partnerschaft oder das, die, jetzt, wo man vielleicht gerade in Trennung lebt mit irgendjemanden, ist eine Basis, wo es echt auf das Geld ausgeht, wo es um Geld geht. Es kann sein, dass hier sogar eine Ehe gescheitert ist, eine Partnerschaft gescheitert ist. Oder dass hier jemand eben gerade sogar eine Hochzeit hat im finanziellen Bereich, dass es gar nicht zwingend mit jemand anderes gerade zu tun hat. Und das mag ja auch alles sein, ne? Wenn hier ein Thema ist nur mit Kohle oder dass man gerade, ne? Läuft bei mir finanziell. Aber ja, vielleicht hat man, ist das jemand, der den Fokus ja eher doch auf sowas lenkt. Aber ich habe hier einfach ein großes Herz. Ein großes Herz. Für jemanden, einen Schatz, der einen auf eine Reise begibt zu dem, was man wirklich will. Und ein großes Herz, was einem spiegelt, vielleicht auch, was man für ein Arschloch ist. Wow. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist für dich, aber ich möchte jetzt einfach mal schauen, was hat das Ganze denn jetzt hier mit dir zu tun. Ne? Ich bin ja jetzt hier so blindlings reingesteuert. Du bist, was du suchst. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann möchte ich Freundlichkeit, Respekt und Liebe. Also gehe ich ja davon aus, dass ich die Menschen mit Freundlichkeit, Respekt und Liebe behandle. Und dementsprechend gehe ich ja so auf die Menschen zu, ne? Und es könnte ja sein, dass du so bist, ne? Tja, wir haben hier gut gesäte Samen.
unnötige Sorgen, eine kleine Handlungspause. Die 7 der Erde ist so Geduld. Ist Geduld, Zeit. Was hat das mit dir zu tun, habe ich jetzt gerade gefragt, ne? Du bist geduldig. Du bist pure Liebe. Ich meine, sind wir nicht alle pure Liebe? Ich weiß, ne? So wird es uns immer suggeriert, ne? Wenn man dann das Baby auf dem Arm hat, ne? Oh ja, süß. Pure Liebe. Aber es ist so gut gesäte Samen, eine kleine Handlungspause, 7 der Erde. Ja, du hast irgendetwas getan, vielleicht schon in der Vergangenheit. Und vielleicht bringst du das auch über die Zeit immer wieder authentisch rüber, dass du nicht fake bist. Vielleicht konnte das einfach jemand eine lange Zeit nicht glauben. Oder vielleicht ist es eben so, dass jemand generell nicht daran glaubt, dass es noch ehrliche Menschen gibt. Aber du zeigst hier jemanden wirklich das auf, was man in Wahrheit ja wirklich sucht und will. So kriege ich das immer wieder rein. Du bist du wirst hier bei jemanden genau das sein, was man wirklich will. Auch wenn man für sich nicht im Begriff ist, dass man genau das wirklich gebraucht hat. Weil hier jemand eben eher so, naja, schaffe, Häusle baue, finanzielle Themen. Aber kommt, da bin ich halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht bringe ich es auch einfach nur schlecht rüber. Ne? Nichts gegen die, die ein Haus bauen. Nichts gegen die, die auf ihre Finanzen achten. Und nichts gegen die, die Geld verdienen. Das ist ja was Schönes an sich. Ne? Und wir müssen jetzt auch nicht alle unsere Häuser abreißen und unser Geld rausschmeißen, nur um uns menschlicher zu fühlen oder das Gefühl zu haben, so, jetzt möchte ich nur noch meinetwegen geliebt werden. Ne? So ist es ja auch nicht. Ich will es nur so beschreiben, dass das hier wieder ein Thema ist von dieser Erdenliebe. Ne? Ich will es nicht so schlecht reden, weil auch wenn man materielle Sicherheit hat, heißt das ja nicht, dass man menschlich versagt hat. Versteht ihr, wie ich das meine? Ist doch Blödsinn. Es ist aber, ich weiß nicht, dort, ich will es mal so sagen, dort, wo dieserjenige gerade ist, ist man nicht mit vollstem Herzen dabei. So nehme ich das wahr. Und jetzt kommst du. Irgendwas hast du gesät. Einmal ausgesät. Vielleicht auch die Liebe. Auf wahre Liebe ausgesät. Und hier ist die Chance. Die Chance auf eine Beziehung, wo man wahre Liebe ausgesät hat. Du bist geduldig, du bist aber es wächst etwas. Es wächst die wahre Liebe. Es wird hier wahre Liebe wachsen. Innerhalb einer Beziehung oder Verbindung. Und da kann es sein, dass dadurch, weil wahre Liebe erwacht, innerhalb einer Verbindung, dass das zum finanziellen Nachteil gebracht werden könnte. Was diese Hochzeit mit euch beiden betrifft, dass es tatsächlich jetzt nur noch darum, die Liebe könnte hier demnächst nicht die Frage sein, die sich stellt, ob das wirklich Liebe ist.
Hier geht es eher um finanzielle Dinge, die die wirklich Einfluss nehmen könnten auf euer Glück. Da ist nicht, ist da noch eine andere im Spiel, wen liebst du hier mehr, wen liebst du weniger. Da ist wirklich dieses von, Baby, ich liebe dich wahrhaftig, aber ich will dich nicht in den finanziellen Ruin bringen. Es kann auch sein, dass du noch verheiratet bist. So, jetzt nehme ich den Ohrring hier auch noch ab. Ich weiß, jemand hat geschrieben unter dem Video, das steht für Trennung. Ne? Jetzt haben wir zweimal Trennung hier wahrscheinlich. Aber einer hängt noch und ein Eyelashes ist noch dran. So, aber zurück zur Karte. Oder zu den Karten. Es kann sein, dass du demnächst jemanden kennenlernst oder schon kennengelernt hast. Wo wirklich die wahre Liebe wächst, wo es wahrhaftig ist und vielleicht wirklich eine Schatztruhe in drin verborgen, weil das wertvoll ist, was man füreinander empfinden wird. Es ist klar, wenn man zu Anfangs zusammenkommt, dass das nur Verliebtheit ist und keine Liebe. Liebe wird ruhiger. Das ist nicht mehr dieser Hormoncocktail von, boah, geil, krieg ich den nicht, ne? Oh, ich will Sex und es war so geil, ne? Und ne? Liebe wird ruhiger, beständiger, aber ist dementsprechend auch echt schöner. Also ist es ja nicht eine Sache von, ihr trefft euch und na, sicherlich ist das alles mega, mega geil. Aber wir werden uns dann eher weiter auf einer Ebene hier befinden in dieser Legung, wo das schon vorbei ist. Also sprich, rede ich ja an sich schon von jemanden hier, wo ihr diesen Zauber, wo der Zauber ja gar nicht mehr ist. Auf einige kann das jetzt noch zukommen, wo der Zauber gerade jetzt kommt oder schon da ist, ne? Dass man dann irgendwann merkt, das nenne ich mal wahre Liebe. Und für die anderen ist es so, die befinden sich da gerade, dass jetzt du jemanden spiegelst, wie schön Beziehung, Partnerschaft sein kann. Dass jemand immer mehr erkennt in dir, dass du pure Liebe bist und dass du nur Liebe zu geben hast. Ich sag's jetzt mal so überspitzt, ne? Aber dass es auch Zeit sein könnte, auf eine Entscheidung zu kommen mit dir und dass es daran hapern könnte, wegen der Existenz generell. Es kann sein, du bist verheiratet, vergeben. Nur mal als Beispiel, ich komme gleich aufs Nächste, dass hier jemand sagt, ich will dir Haus und Hof nicht nehmen. Ich will nicht, dass du alles verlierst. Ja. Auf der anderen Seite könnte jemand sagen, wenn du jetzt noch Single bist, ich möchte dir was bieten, aber ich kann es nicht. Du weißt, ich bin krank, vielleicht auch hat hier jemand irgendeine Krankheit oder vielleicht hat hier gerade jemand ein Business verloren. Vielleicht ist man auch irgendwo in Insolvenz, du weißt es nicht, keine Ahnung, aber das kratzt hier jemand bei jemandem so am Ego, dass man weiß, dass das wahr ist, was man fühlt und dass es Liebe ist. Und das, was du hier jemanden auch zeigen wirst oder vielleicht schon gezeigt hast, ist ja wirklich diese Entdeckungsreise zu einem selbst. Und das schätzt man wirklich sehr, weil bisher hat es noch niemand anderes hinbekommen. Aber da ist es eben so, dass eben die Finanzen und Karriere hier wirklich eine Rolle spielen. Warum hier etwas nicht zu dieser Hochzeit kommt oder was zu dieser Hochzeit trotzdem kommen könnte. Aber ne, Hochzeit im Sinne von Partnerschaft, vielleicht wirklich auch noch mal heiraten oder so.
Aber man befürchtet gewisse Hürden. Aber ich kriege das mehr so rein, man will dir das nicht antun. Man will nicht, dass du zurückstecken musst für ihn oder für sie. Finanzen und Karriere kann auch stehen für, im weitestgehenden Sinne, für die Wertschätzung. Das, was du wirklich verdient hast, so blöd wie es klingt. Hier könnte, du hast Hochzeitspotenzial. Du bist hier wirklich für jemanden eine Frau oder ein Mann, wo man eben wirklich sich vorstellen kann, dich auch wirklich zu heiraten. Auch wenn ihr jetzt sagt, ja, ich bin aber so und so alt, geht nicht. Keine Ahnung, aber es ist ja wirklich etwas, wo man sich vollkommen, vollends für dich entscheiden könnte, wollen würde. Und diese Wertschätzung wird sich jetzt auf dein Leben irgendwie auswirken. Hier gibt es Auswirkungen auf dein Leben. Vielleicht auch auf sein, ihr Leben. Aber es hat etwas mit Geld zu tun. Es kann ja sein, dass du mit jemandem vielleicht zusammenarbeitest, ein gemeinsames Business hast, dass du das alles verlieren würdest und dann erstmal ohne dastehst. Und das will man nicht. Es kann auch sein, dass du vielleicht Kinder hast, dass du vielleicht wirklich eine Immobilie hast, dass du vielleicht verheiratet bist und er oder sie nicht alles kaputt machen will. Weil du ja ein Leben schon geführt hast vor ihm, vor ihr, mit deinen Entscheidungen, die du getroffen hast. Und genauso ist es bei ihm oder ihr. Ja, also das hier ist wieder so verzwickt. Da gehen wir jetzt wirklich schon wieder ins Spirituelle hier rein. Und da ist eben halt auch wieder die Frage, inwiefern kannst du wirklich mit sowas dann auch umgehen? Aber ich habe hier jetzt nicht zwingend, wie ich es zu eingangs gesagt habe, meine Fresse, vielleicht haben wir hier ein Arschloch, aber hier ist jemand nicht Arschloch zu dir. Hier ist jemand nicht Arschloch zu dir. Hier will jemand das Beste für dich. Und du wirst denken, das Beste für mich ist dieser Mann oder diese Frau, also dieser König, diese Königin, von dem, von der ich jetzt gerade rede. Jemand ist aber anderer Meinung, dass das Beste für dich wäre, dass du da bleibst, was du dir erschaffen hast. Und man sich scheinbar trotzdem wahrhaftig liebt, ohne, ich sage jetzt mal, diese weltliche Liebe. Also, es geht hier um Seelenliebe, tatsächlich. Das ist jetzt aber auch immer wieder so der Punkt, wo mich jeder Psychologe einfach in den Arsch treten würde, wenn ich sowas sage, aber da scheiden sich eben die Geister. Ne? Da haben wir das Spirituelle und ja. Und das Wissenschaftliche. Es ist aber auch so, dass sich nicht immer alles erklären lässt. Es ist immer irgendwo auch ein gewisser Prozess. Und ich kann dir sagen, du wirst wissen, was du wirklich willst im Laufe der Zeit. Hauptsache, dir geht es damit wirklich gut. Okay? So, jetzt schauen wir mal weiter. Ich meine, ich muss auch sagen, man kann sich nicht aussuchen, wen man liebt. Ja. Aber die Frage ist, wie geht man, es geht immer darum, wie gehst du wirklich damit um? Bist du wirklich glücklich damit? Na, das gibt's doch nicht. Wir haben den Spiegel. Wer oder was triggert dich? Hier, deine Beziehung zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst. Ist das nicht krass, hm? Spieglein, Spieglein an der Wand. Ne? Wer ist die Schönste im ganzen Land? Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Das könnte dich triggern, ne? Dass es vielleicht ein Schneewittchen gibt, was noch tausendmal schöner ist.
Oh mein Gott, aber ich muss dir halt sagen, in diesem Märchen, weißt du ja, Schneewittchen, die Königin, die war ja echt scheiße. Die war ja zu nichts zu gebrauchen. Also bist du ja, ne, wir haben hier immerhin den Heiligen Gral. Ich habe hier davon gesprochen, dass du pure Liebe bist. Und das war Schneewittchen auch. Es könnte ihn oder sie wirklich triggern, dass man zu Hause die böse Königin gekrönt hat, ne, weil man sich für die entschieden hat, beziehungsweise den bösen König, weil man sich für ihn entschieden hat, aber hinter den sieben Bergen, irgendwo da hinten, ist noch jemand tausendmal schöner als das, was man gerade hat. Das könnte jemand echt triggern hier. Es könnte aber auch dich triggern, dass man jemanden für tausendmal schöner hält als dich. Weil man vielleicht nicht bereit sein wird, wie eben gestern beschrieben, sich vollends zu entscheiden. Ne? Die Themen, die Dynamiken habe ich ja beschrieben. Aber ich kann dir in dieser Legung echt nur sagen, dass du Schneewittchen bist. Und nicht diese Königin, beziehungsweise diese böse Königin. Ne? Also hier im Übrigen, falls du noch kein König bist oder keine Königin, abonniere diesen Kanal kostenfrei, wirst du sofort zur Königin oder zum König gewählt. Aber ihr seid hier alle im Licht. Ne? Aber sollte ich meinen Kanal jetzt Schneewittchen nennen? Oh Mann, ey. Heute bist du Schneewittchen, ja, auch wenn du ein Typ bist. Es gibt hier jemanden, auch wenn ich jetzt so rumgackel, ne? Es gibt hier Neider. Jemand versucht dich sogar mies zu reden, abzureden, wegzureden. Na, wie war das bei Schneewittchen? Die Königin hat sogar versucht, Schneewittchen zu töten. Wie krass ist das eigentlich, ne? Heutzutage tötet man ja nicht, heutzutage triggert man ja, ne? Was triggert dich? Aber Schneewittchen, sie hat es nie geschafft, Schneewittchen wirklich zu töten. Das Gute siegt immer, die Liebe siegt immer. Und du hast hier etwas gesät. Was habe ich gesagt? Du bist pure Liebe. Und das, was man anderen spiegelt, ach, wie war das? Spiegelt deine Beziehung zu dir selbst. Na, dann schau dir einmal an, was die böse Königin für Triggerpunkte hatte. Weil Schneewittchen tausendmal schöner war. Die war aber nicht nur tausendmal schöner, die hatte tausendmal mehr Herz. Deswegen ist ja der König da auch hin oder der Prinz, wer auch immer. Jemand könnte neidisch sein auf dich, weil du so schön bist und weil du so ein großes Herz hast. Das kriege ich auch so rein. Jemand könnte sich getriggert von dir fühlen. Das ist jetzt nicht dein König oder deine Königin. Hier könnte noch jemand hintenrum sein. Dich vielleicht tatsächlich beobachten. Es könnte jemand mitbekommen, dass du hier zu jemandem vielleicht auch Kontakt hast oder jetzt bald haben wirst. Und da ist vielleicht jemand, der oder die hat es auf diesen König, diese Königin auch abgesehen. Den oder die du hier bald magst oder aktuell noch gern hast. Da könnte, ich krieg's so rein, ne? Rein intuitiv. Also das ist ja jetzt auch immer sowas, was ich reinbekomme. Das hat schon auch einen gewissen Wahrheitsgehalt hier. Aber man kommt nicht an dich, du, man kann es dir nicht, man wird es dir nicht gleichstellen bei jemanden, der hier jetzt bald auf dich zukommt oder eben schon da ist. Ja, sofern du eben wirklich in Resonanz bist.
Ich sag doch, ich krieg sogar hier rein jemand, sieht in dir sogar jemanden, wo man sagen würde, ich schenke mich dir wirklich, ich entscheide mich wirklich für dich, du bist eine Frau oder du bist ein Mann, dich würde ich sogar heiraten. Aber hier ist irgendwie, wie gesagt, eine böse Königin vielleicht auch im Hintergrund oder ein böser König, wo es echt um viel Kohle gehen könnte. Warum man sagt, machen wir mal lieber nicht, ne? Aber die Wahrheit ist, hier triggert jemanden etwas, dass du als Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, weil du bist ja vielleicht hier gar nicht offiziell oder wirst gar nicht so schnell offiziell sein, dass du tausendmal schöner bist, tausendmal mehr Herz hast. Und ich habe ja jetzt auch bei ihm gelegt, der Spiegel, wer oder was triggert dich? Erstmal könntest du diesen König, diese Königin selbst triggern, weil du eben wirklich toll bist. Punkt. Da brauchst du auch jetzt nicht drüber nachzudenken, du bist es einfach, nimm es an. Sag ich dir jetzt. Ne? Das könnte ihn oder sie wirklich triggern, weil man eben wirklich wahrscheinlich jemanden zu Hause hat. Entweder man erschlägt sich wirklich halb, ja, wie das die böse Königin versucht hat. Das ist auch echt krass. Ne? Die fragt ja echt noch den Jäger, kannst du mir ihr Herz bringen? Ich will ihr Herz. Das ja nicht ohne Grund. Warum gerade das Herz? So, weißt du wie? Klar kann man jetzt auch wieder, ne? Aber im weitestgehenden Sinne will jemand das Herz haben, so wie du es hast. Und man weiß, man kommt nicht dran. Das ist ja auch was du nicht von heute auf morgen mal, mal abgefrühstückt hast, ne? So, jetzt, ich bin ein scheiß Mensch. Und morgen bin ich jetzt ein Mensch mit, boah, ne, ich bin hier wie der Heilige Gral. Ich glaube an etwas Höheres. Ich öffne mein Herz, ich sehe die Augen oder die Welt mit Liebe, Freundlichkeit und Respekt. Wenn man wirklich abgrundtief ein schlechter Mensch ist, dann kannst du nicht am nächsten Morgen aufwachen und das Ganze genauso sehen. Aber man kann die Entscheidung treffen, so werden zu wollen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, mein Engel, was ich hier heute so durchbekomme, ist, dass du halt hier wieder eine geile Sau bist. Ne? Und glaube auch daran, du heiliger Gral, du. Ne? Hier wird es irgendwelche Herausforderungen geben, auf jeden Fall. Aber ich sehe eben auch, dass du das ernten wirst, was du säen wirst. Und das ist Liebe zurückerhalten. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, hier geht es jetzt nicht zwingend um Kohle und um Sicherheit. Hier geht es eher darum, wer hat hier das Herz wirklich? Und scheinbar hast das du. Du sowieso, aber sein ihr Herz hast du. Wirst du bekommen. Was da jetzt noch draus wird und so weiter, wirst du sehen. Aber ich finde, das ist jetzt heute mal so eine Legung, auch wenn es nicht zutrifft, mein Engel. Denke ich, gibt es doch tatsächlich ein gutes Gefühl, einfach mal zu hören, hey, das stimmt, ja. Also wenn du jetzt mal selbst reflektierst, dann bist du ja doch ein Mensch, dass du Menschen gegenüber mit Respekt trittst, dass du liebevoll bist, dass du freundlich bist und dass du nicht weniger als das zurückhaben möchtest oder zurückbekommen solltest. Etwas hast du gesät, dass hier bald auf dich Liebe, Freundlichkeit und Respekt zukommt. Und das, finde ich, ist eine schöne Message. Wenn das nicht auf dich zukommt, dann solltest du das zu deinen Leitfaden machen in deinem Leben, dass du nicht weniger verdient hast als das. Ja? So. Die Mutti hat gesprochen, ne?
Ah, die Hardcard. Ah, die wollte so schön fliegen. Na klasse, jetzt kommt auch noch Erfolg, ne? Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ich sag nur Schneewittchen, ne? Der König wird kommen, die Königin wird kommen oder der Prinz und macht dich auch zur Königin oder zum König und wird dich küssen und aus diesen scheißgläsernen Sarg befreien. Dich auf dem Ackergaue hochziehen und mit dir von dannen reiten. So, ne? Ich weiß, das klingt wirklich heute wieder wie eine Märchenlegung, aber ich denke, das tut euch allen auch heute einfach mal gut, oder? Einfach mein Happy End. Okay? Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert das Glockenseil, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.